Operation Valkyrie ist in Kraft. Wenn die SS sie erwischt, wird man sie zerfleischen. Wenn ich versage, werden sie euch abholen. Tom Cruise spielt Stauffenberg in einem bombastischen Heldenepos ganz nach dem Geschmack von Hollywood. Der echte Stauffenberg und sein Attentat auf Adolf Hitler. Im Nachkriegsdeutschland war das lange Zeit kein Stoff für eine Heldengeschichte, ganz im Gegenteil. Viele Deutsche waren mit dem Nazistaat und seinem Führer eng verbunden. Da galt Stauffenberg schlicht als Verräter. Johannes Tuchel, Leiter der Zentralen Gedenkstätte zum deutschen Widerstand in Berlin. Er sagt als Historiker, Deutschland hat sich mit Stauffenberg auch in der Demokratie schwer getan. Und erst ganz allmählich änderte sich die Meinung zum deutschen Widerstand. Heute wird er durchaus positiv gesehen. Früher, in der Zeit nach 1945 aber, war es Verrat, war es Feigheit, war es Handeln gegen Deutschland. Es war ein sehr langer und sehr schmerzhafter Prozess auch, bis die Deutschen erkannt haben, dass der Widerstand gegen den Nationalsozialismus die eigentlich patriotische Tat gewesen ist. Jedes Problem auf der Welt ist lösbar durch den sorgsamen Einsatz von Sprengstoff. Sommer 1944, die Wolfschanze in Polen. Hitler besichtigt den Ort des Attentats. Man hatte zur Besprechung nicht wie sonst den Bunker gewählt, sondern eine Holzbaracke. Das nahm der Stauffenberg-Bombe viel von ihrer Wirkung. Im Bunker wäre die Explosionswirkung nach innen gegangen. In der leichteren Lagebaracke ging die Explosionswirkung nach außen, sodass eben die Sprengstoffmenge nicht mehr ausreichend gewesen wäre. Sie sehen auf dem Bild, das Sie hier unten haben, wie sehr trotzdem der Raum verwüstet war. Und es ist in der Tat so gewesen, dass Hitler eigentlich nur von der Explosionswirkung verschont geblieben ist, weil ein großer Teil der Explosionswirkung von dieser schweren Tischplatte abgefangen worden ist. Ausgerechnet neben diesem massiven Eichenholztisch hatte Stauffenberg den Sprengsatz platziert. 20. Juli 2004, auf den Tag genau 60 Jahre nach dem missglückten Attentat. Die neue deutsche Armee der Bundesrepublik, die Bundeswehr, gedenkt Stauffenberg und der anderen Widerstandskämpfer. Eine Zeremonie an der Stelle, wo Stauffenberg in der Nacht zum 21. Juli von den Nazis hingerichtet worden ist. Die Bundeswehr, auch von Hitler-Gegnern aufgebaut, bekannte sich von Anfang an zum deutschen Widerstand. Aber auch dort gab es etliche, die nicht einverstanden waren. Ja, auch in der Bundeswehr ist das nicht konfliktfrei verlaufen. Die Bundeswehr ist eine Armee, die mit einem großen Reformschritt beginnt. Stichwort innere Führung. Diesen Schritt haben nicht alle unproblematisch mitgemacht. Und das gilt auch für die Haltung zum militärischen Widerstand. Aber insgesamt ist es sicher so, dass die Bundeswehr, weil das von oben so gewollt war, diesen Schritt einer positiven Haltung zum Widerstand früher vollzogen hat als viele andere Gesellschaftsschichten. Lange Zeit waren beim jährlichen Gedenken der Verschwörer um Stauffenberg die Angehörigen eher unter sich. Seit einigen Jahren kommen auch die Spitzen des Staates. Zum 60. Jahrestag auch Bundeskanzler und Bundespräsident. Und sie begrüßen voller Respekt die 90 Jahre alte Witwe Stauffenbergs, Nina. Über Nina von Stauffenberg ist vor kurzem eine Biografie erschienen. Geschrieben von ihrer Tochter, Konstanze. Sie hat ihren Vater nie kennengelernt. An die Nachkriegsjahre als Kind des Hitler-Attentäters kann sie sich noch gut erinnern. Über die Tat ihres Vaters wurde in ihrer Umgebung geschwiegen. Ich bin zuerst in die Schule gegangen, in einem kleinen Dorf, in die Volksschule, die ersten 3 Jahre. Da war das allgemein bekannt, da hat mich kein Mensch drauf angesprochen, als kleines Mädchen. Später dann war ich dann in Bamberg im Gymnasium. Das war die Schule, in der meine Mutter schon gegangen war. Da wurde ich auch nicht drauf angesprochen und von meinen Mitschülern oder Schülerinnen war das kein Thema. Da war Elvis Presley war da und ich war ein Teenager wie alle anderen auch. Und da hat man nicht ununterbrochen drüber gesprochen. Dabei hätte sich Stauffenbergs Tochter damals schon gegen Unterstellungen und Gerüchte über ihren Vater wehren können. Mein Vater war nie ein begeisterter Nazi. Er war überhaupt kein Nazi. Er war ein begeisterter Soldat, das war er. Und er hat seinen Beruf sehr, sehr gerne gemacht. Ein Beruf als Offizier im Dienste des Vaterlandes.
mit dem Entschluss, es vor dem Tyrannen zu retten, auch wenn er damit seine Familie in Todesgefahr brachte. Vielleicht ein einziger. Ich bin an einem Hochverrat beteiligt. Stauffenberg, ein Held. Es hat lange gedauert, bis die Letzten in Deutschland aufgehört haben, an ihm zu zweifeln. Wirklich bewusst ist man aber tatsächlich eigentlich erst in den Jahren ab 1990 geworden, wie wichtig es gewesen ist für unsere politische Kultur, dass man auch darauf verweisen kann, dass eben nicht alle Deutschen Hitler gefolgt sind, sondern dass es einige wenige in allen Bereichen der Gesellschaft gegeben hat, die sich Hitler widersetzt haben. Wir sind Leutnant. Damals ließ Hitler verkünden, die Familie Stauffenberg wird ausgelöscht bis ins letzte Glied. Auch hier hat sich der Führer getäuscht. Mittlerweile gibt es mehr als 40 Nachfahren Stauffenbergs. Und es werden sicher noch viele mehr.